2009 wurde der Neubau der Feuerwache Nord in der Peter-Paul-Straße feierlich eingeweiht. In dem zweigeschossigen Gebäude sind das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie 150 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr untergebracht. Kürzlich lud die Magdeburger Berufsfeuerwehr zu einem Tag der offenen Tür in die Feuerwache ein. Obwohl es zwischenzeitlich ordentlich regnete, kamen über 2500 Besucher auf das Gelände in der alten Neustadt. Die Magdeburger Berufsfeuerwehr hatte sich zum Ziel gesetzt, den interessierten Magdeburgern sowie dem möglichen Nachwuchs die Aufgabenfelder einer modernen Feuerwehr und den Arbeitsalltag von Feuerwehrfrauen und Männern näher zu bringen. Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr gestalteten die Kameraden ein vielfältiges Programm. Nun ist ja allgemein bekannt, dass die Feuerwehr gerade in ländlichen Gebieten aufgrund von Personalmangel und Nachwuchssorgen Probleme mit der Einsatzbereitschaft hat. Deshalb fragten wir Magdeburgs obersten Feuerwehrmann, wie die Magdeburger Feuerwehr aufgestellt ist. Die Magdeburger Feuerwehr ist personell recht gut aufgestellt. Man muss das differenzieren zwischen Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr sind wir recht zufrieden, wenn auch da die Bewerberlage etwas größer sein könnte. Bei den Freiwilligen Feuerwehren würden wir uns natürlich noch mehr Zulauf wünschen, insbesondere im ostelbischen Bereich, Randau, Kahlenberge, Pechau. Und aus diesem Grunde veranstalten wir regelmäßig Tage der offenen Tür, heute hier in der Feuerwache Nord. Der Zulauf ist sehr erfreulich. Das Wetter spielt auch einigermaßen mit und wir hoffen auf weiterhin einen hohen Zulauf. Neben knapp 50 Kameraden der Berufsfeuerwehr waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren im Besuchereinsatz. Ja, die Freiwillige Feuerwehr ist auch vertreten. Sie umsorgt die Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr, um für die Besucherkinder hier interessante Spielmöglichkeiten zu schaffen. Aber die Freiwillige Feuerwehr ermöglicht auch die Versorgung. Alles, was hier gegessen wird, stammt von der Freiwilligen Feuerwehr Rotensee. Wenn jemand aus der jüngeren Generation sein Interesse für die Feuerwehr entdeckt haben sollte, an wen kann der sich wenden? Der kann sich jederzeit an die Stadt Magdeburg wenden, entweder elektronisch über die Seite der Stadt oder direkt an die Feuerwehr. Einfach anrufen, das ist ganz unkompliziert und dann verweisen wir die Interessierten an die richtigen Leute. Genau, die richtigen Leute hatte unsere Feuerwehr offensichtlich auch zum großen Reformationsjubiläum in der Lutherstadt Wittenberg vor ein paar Wochen vor Ort im Einsatz. Denn Vertreter des Landkreises vom Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz ließen es sich nicht nehmen, extra an diesem Tag nach Magdeburg zu kommen und unserem Feuerwehrchef eine Dankesurkunde zu überreichen. Ja, ich bin inoffiziell vom Landkreis Wittenberg hier und die Berufsfeuerwehr Magdeburg hat uns ja zum Reformationsjubiläum Ende Mai tatkräftig unterstützt in Form einer Führungsunterstützungseinheit und mit ihr konnten wir diesen ganzen Einsatz mit über 1400 ehrenamtlichen Einsatzkräften erfolgreich meistern. Wir haben uns heute hier bedankt, wir haben uns schon davor nochmal bedankt, aber heute habe ich offiziell die Urkunde mit überreicht. Eine nette Geste und die Wittenberger schauten sich genauso interessiert an, was die Magdeburger Kameraden zu bieten hatten. So war auf dem Gelände eine große Technikausstellung zu sehen. Verschiedene Fahrzeuge wie der Einsatzleitwagen ELW-2 ELSA konnten von innen betrachtet werden. Außerdem wurden den ganzen Tag über Führungen durch die Feuerwache angeboten, bei denen der Arbeitsalltag der Feuerwehrleute vorgestellt wurde und die großen Anklang fanden, konnte man doch so auch am besten dem Regen entfliehen. Über den Tag verteilt gab es zudem verschiedene Einsatzübungen, Vorführungen und Mitmachaktionen. So wurden unter anderem Einsatzvarianten über die Drehleiter oder den Teleskop-Gelenkmast gezeigt.
Mehrmals gab es Vorführungen der verschiedenen Handfeuerlöscher, wie sie funktionieren und wie damit ein Fettbrand oder Feststoffbrand gelöscht werden kann. Zudem zeigten die Höhenretter zweimal ihr Können und genauso oft wurde die technische Hilfeleistung an einem Autowrack vorgeführt, so zum Beispiel, wie man Verletzte aus einem Unfallauto heraussägt oder schneidet. Von 10 bis 16.30 Uhr war außerdem ein Tauchcontainer auf dem Gelände aufgebaut und Feuerwehrtaucher demonstrierten einen Ausschnitt ihrer Unterwasserarbeit, was spontan Beifall der zuschauenden Kinder hervorrief. Auch die Jugendfeuerwehr präsentierte sich an diesem Tag. Als Highlight für die Kinder brachte sie eine Hüpfburg mit. In einem Zelt konnte man sich zeigen lassen, wie es ist, in einem verrauchten Raum nichts mehr sehen zu können und sich nur noch tastend fortzubewegen. Nichts für schwache Nerven, obwohl der Rauch natürlich nicht echt, sondern nur ungefährlicher Kunstnebel war. Für das leibliche Wohl sorgten eine Gulaschkanone und die Griller vom Versorgungstrupp der Freiwilligen Feuerwehr Roten See. 600 Bratwürste, 300 schmackhafte Steaks und genauso viele Wiener und Bockwürste wurden von den Besuchern vertilgt. Der nächste Tag der offenen Tür könnte, so Helge Langhahn, in 2 oder 3 Jahren stattfinden. Auch wenn der Aufwand groß ist, so lohnt er sich doch angesichts der vielen Besucher.